Ja, und hallo und willkommen zurück hier bei ArcAge. Ja, im letzten Teil hatten wir beim Hausbau geholfen, haben die Priesterin kennengelernt, die Möglichkeiten, dass sie uns wieder erwecket. Und wollen jetzt mal in dem Teil, da sind wir jetzt hier ran im Zivilistenviertel angekommen. Zivilistenviertel ist gut. Du erfüllst die Wähleranforderung nicht. Charakter Level 10. Heutzutage Anführerstatus 0. Wahlen finden am ersten Freitag und Samstag jeden Monat statt. Gib deine Stimme in deiner Fraktionsbasis an. Achso, bin ja noch ein Höherer zu keiner Fraktion. Ja, wie gesagt, wir sind hier in Zivilistenviertel. Ist das Zivilistenviertel, oder? Sichelmondthron? Nein, ach, was macht denn der hier? Sichelmondthron, hier unten sind wir zwar. Nein! Moment, deswegen komme ich gerade etwas durcheinander. Da, da, da. Hier sind die Aufgaben und wo befindigen wir uns denn? Ach so, wir kommen ja da oben gerade rein. Ach so, doch, Zivilistenviertel. Solzrieder Tor. Adelsviertel, Sichelmondthron. Wir sind hier im Sichelmondthron. Ja, würde ich mal sagen. Gut. Und werden jetzt innerhalb dieses Sichelmondthrons mal uns da hier in überall 300 Metern hier mal mit General sprechen und mit Nadinerin sprechen. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich jetzt hier weiterkomme. Rechts oder links rum? Hier kann man Treppen hochgehen oder da außen lang gehen. Was macht man? Ich glaube, rechts rum hört sich gut aus, oder? Wenn man sich so den Plan anguckt. Man sieht auch ein wenig mehr. Ha, hier kann man hochgehen. Oder außen rum. Bürgerin! Was macht ihr denn hier mit den Hühnern? Folgende Aktion fortsetzen. Schlachten? Ist das gut oder ist das nicht gut? Wir schlachten mal einen Huhn. Utsch! Jemini. War das eine gute Idee? Wir haben zwar jetzt einen Huhn geschlachtet, was machen wir damit? Oder haben wir es jetzt im Inventar oder? Fleischbällchen habe ich noch hier. Sehr interessant. Und viele versteckte Sachen hier. Oh. Ach, wieder mal ein bisschen. Ach, das ist ein bisschen hin. Ist das hier das Hähnchenfleisch oder? Rubia-Essenz. Unser Handschuh. Da haben wir hier nochmal wieder drei Geldbörsen. Die können wir erstmal wieder öffnen. Dann haben wir hier noch eine Klamotte. Die können wir gegen den Armreif wechseln. Okay, die Haltbarkeit ist nicht ganz so hoch und die ganze Abwehr und so weiter ist auch nicht so riesig. Den lassen wir. Was haben wir hier noch? Selten Birkenschößling. Setze einen Birkenschößling. Handwerk Holzgewinnung. Ja, das sollten wir dann machen, wie gesagt, wenn wir irgendwo uns niederlassen, würde ich sagen, oder? Ja, also so richtig was vom Huhn haben wir anscheinend nicht. Lassen wir das Huhn Huhn sein. Hier haben wir wieder einen Hund. Dann haben wir hier einen Koch. Schößlingshändler. Aha. Handwerk, Krämerin. Nutztierhändler. Emily. Hier sind überall Hühner. Das heißt, hier könnte man schlachten ohne Ende. Abel. Wo ist dein Bruder Kain? Gehen wir nach oben oder gehen wir zur Seite? Ich würde mal sagen, jetzt gehen wir mal langsam mal nach oben hier. In die nächste Etage. Oha. Was für ein schöner Platz. Das sieht doch mal aus. Hm? Schöner Platz hier.
Und der sprudelt und plätschert. Auch was Feines. Ach, hier ist wieder Lucius. In Form eines Flamingos. Wenn du neue Städte und Dörfer bereist, werden die Orte automatisch in Büchern der Teleportation gespeichert. So kannst du sie später bequem mit deinem Jenselstein aufsuchen, der sich an jeder Steinmetzwerkbank herstellen lässt. Gut, ich wollte gerade sagen, also ein Gedächtnisband wäre natürlich jetzt schöner, aber wenn ich automatisch zwischen hier drin bin. Gedächtnisband wäre ganz gut, ja. Ich habe immer in der Nähe von Lucius ein Gedächtnisband, aber in dem Falle nicht. Genau wie Briefkasten oder dergleichen. Ich muss hier lang, ja? Ist das richtig? Was haben wir hier drin? Ha! Zum Thema Gedächtnisband. Seid ihr in der Nähe von Lucius ist immer ein Gedächtnisband. Erstelle euch Buchpunkt. Gut. Sind wir schon mal jetzt hier drin? Gastwirtin Avril. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Ich bin so ein bisschen. Hier muss ich hoch. Okay. Da, die Treppe nach oben. Schon wieder ein Hund. Hier gibt es viele Hunde. Etwas verwirrend hier. Ach, hier haben wir hier auch die Mirage. Auktionen gut, aber Mirage besser. Ja, sehr schön, aber wir sind noch ein bisschen zu früh dafür. Ich gehe davon aus, dass es wie bei den Harani auch automatisch kommt. Von daher werden wir es jetzt noch nicht benutzen. Sieht gut aus soweit. Schönes Schloss. Wirklich wunderschönes Schloss. Kann man nicht meckern, oder? Sieht ganz gut aus. Muss man sagen. So. Wir werden aber weitergehen. Also man merkt, ich gucke mich halt so schön an, dass ich nicht dazu komme, hier. Sichelmondthron. Jetzt sind wir im Sichelmondthron. Okay. Oha, und da hinten haben wir die ganzen Aufgaben. Wir können ja erstmal. Oh, das sieht auch recht hübsch aus. Mit General Giovannon reden. Es tut mir leid, aber ich bin sehr beschäftigt. Sprich mit einer Wache, wenn du ein Verbrechen melden willst. Ach stimmt, hier geht es ja noch um den roten Handschuh. Sir, ich bringe eine Nachricht von Malfus. Eine Gruppe der Blutigen Hand wurde in der Nähe meines Dorfes ermordet. Und Malfus sagt, dass jemand namens Lucius Quinto dafür verantwortlich ist. Malfus, den Namen habe ich schon seit Jahren nicht mehr gehört. Aber Lucius Quinto, sagst du. Wenn das stimmt, dann ist die Lage sehr viel ernster, als wir dachten. Wir kämpfen schon seit einiger Zeit gegen die blutige Hand und versuchen, ihren Einfluss hier zu begrenzen. Aber ihr Erscheinen im Blaunebelwald ist unerhört. Und wenn Malfus recht hat, hat es einige sehr mächtige Leute verärgert. Eine solche Dreistigkeit darf nicht ohne Antwort bleiben. D-Round, du musst unbedingt diesen Brief Küstenwachen-Hauptmann Barker am Sichelmondhafen bringen. Sag ihm, die Zeit ist gekommen, gegen die Vollmondbucht vorzugehen. Die Mitglieder der blutigen Hand sind gefährliche Kriminelle. Entschuldigung. Und unsere Leute können alle Hilfe gebrauchen, die sie kriegen können. Wenn du dich der Sache gewachsen fühlst, kannst du uns sehr gerne bei unserer Aktion hier unterstützen. Okay, wir sollen also mithelfen. Das machen wir doch gerne. Und wir haben die Dienerin, da müssen wir natürlich auch noch hin hier, wa? Das Geheimnis für den Fürsten. Ah, das ist das besondere Tonikum für meinen Fürsten. Bei der Vorstellung, ohne es auskommen zu müssen, ist er richtig verzweifelt. Hier ist etwas Geld für die Lieferung. Du versprichst doch, niemandem davon zu erzählen, oder? Na, sicherlich nicht. Aber euer Geheimnis bleibt bei mir in guten Händen. Wir haben noch Stützpunkt Hauptmann Acke. Acke hört sich an wie Sigar. Falsche Taste, Entschuldigung. Verdammt sei die blutige Hand. Sie haben König Peredin ermordet und die junge Prinzessin entführt. Und jetzt führen sie offen Krieg gegen den Sichelmondthron. Du hast gesagt, sie würden nach dir suchen, richtig? Warum schließt du dich nicht an uns an und wir bringen den Kampf zu ihnen?
Ich gebe zu, ihre Anführer sind clever. Sie haben das alte Solzrieder Tor teilweise zum Einsturz gebracht und so die Route zum Festland abgeschnitten. Aber wir haben mehr als genug Boote, um unsere Truppen um die Landungszunge zu bringen. Wenn du dich unserem Kampf anschließen willst, geh und sprich mit dem Dockaufseher Oth unter am Sichelmond-Thronhafen. Er wird dir ein Boot geben. Oh, und sag ihm, Hauptmann Acke schickt dich. Da müssen wir ja sowieso hin zum Hafen, wa? Küstenwache Hauptmann Barker müssen wir und wir müssen mit Dockaufseher Oth reden. Da haben wir hier zumindest in dem Schloss Hauptstadtburg alles erledigt. So, wir gucken uns das mal hier hinten die Ecke an. Prinzessin Ellen. Oh, Prinzessin. Sie sind hier. Hieß sie da nicht, die ist entführt? Man blickt schon gar nicht mehr durch. Hier haben wir Prinzessin Ellen. Guck doch nicht nach unten, guck doch mal nach oben. Hallo. Links, rechts. Sehr schön. So. Prinzessin Ellen. Da geht es auch noch weiter. Kann man sich mal angucken hier. Herzog Gronban und Heran. Wo geht's denn hier überhaupt hin? Ist ein Riesenvieh hier, kann das sein? Eigentlich ist es ein bisschen schade, sag mal, dass das... Diese ganzen großen Häuser wurden hier, ich nenne es mal, konstruiert ist gut. Das nennt sich jetzt gerade Sackgasse hier. Haha, hier kann ich gar nicht weiter. Dann. Okay, auch Sackgasse. Hier kann man runterlaufen. Muss man aber nicht. Und da hinten kann man auch lang laufen. Bringt aber auch nichts. Kann man hier unten sehen, hier unten kann man agieren? Licht aus. Achso, ja. Licht an und aus. Mein typisches Lichtlein. Oh, hier haben wir sogar Bücher. Seit langem überfällig, musst aktiv sein. Okay. Oh, hier hinten können wir auch noch mal gucken. Was wir hier hinten haben, hier sind wir gekommen. Ein Parallelgang. Rovan haben wir hier und hier haben wir noch ein paar Treppen. Wo führt denn das hin? Aha. Interessant. Ach, von hier oben kann man runter gucken. Sehr gut. Hier können wir hoch, aber können nicht rein, leider. Haben wir hier eine Kiste zum Öffnen? Auch nicht. Hier haben wir noch eine Tür, da können wir wahrscheinlich auch nicht rein. Haha. Oh. Habe ein paar Punkte einbüßen müssen, weil ich gefallen bin. Gut. Das heißt, wir werden. Wir werden jetzt, wie gesagt, zum Dock gehen, beziehungsweise also zum Wasser, so wie es aussieht. Hier unten sehen wir ja. Sichelmondhafen. Und werden da die nächsten Quests. Bekommen. Abhandeln. Wie auch immer. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.